bin über Rot gefahren. Habt ihr das nicht gesehen? Seid ja sowas von blind. In Liberty City. Liberty City. Wie komme ich denn jetzt auf Liberty City? In Little Italy wohnt der Kerl. Oder ist das schon Walks Quarter? Back. Ich sollte die Waffe mal weiterhin verstecken. Wie gesagt, den Kerl soll mir eine Lektion erteilen, aber damals habe ich den Typen sogar getötet und das war ein bisschen blöd. Wäre dann noch bescheuerter, wenn ich dann wieder den langen Weg fahren muss. Ach nee, Vox Quarter ist sogar gesperrt. Warum das denn? Freien Fahrt ist das normalerweise nicht so. Standen wir einfach mal auf zwei Rädern. Gut, da oben soll sich der Typ befinden. Und den sollen wir ja eine Lektion erteilen. Wo ist er? Oh, das da hinten wird dabei sein. Black Cat. Kommen wir mit dem Auto da hoch? Leider nicht, das ist kein geländefähiger Wagen. Obwohl mit Anlauf könnte man es doch schaffen. Ja, mit Anlauf schafft man es. Jetzt mal die Waffe wegschmeißen. So. Big Stan? Wer will das wissen? Ich habe eine Nachricht von Carlo. Willst du es auch kriegen wie er, oder was? Nein, ich nicht. Scheint ein Glückstag zu sein. Oh, fuck. Alter, der ist richtig stark. Verdammter Bastard, ich krieg ihn. Ah, okay. So habe ich das nämlich noch nicht gemacht. Ach, die Waffe brauchen wir jetzt eigentlich auch nicht. Gut, zurück zu Lukas. Bertone. Oh, du blöde Schnalle, mach dich weg mit deiner Dreckskarre, die ich übrigens auch habe. Ne, wie gesagt, ich hatte damals den Typen aus Versehen getötet. Dann habe ich das auch, dann müsste man das auch Lukas Bertoni sagen. Also, der ist ja dann so fixiert, der Tommy, dass er dann unbedingt sagen muss, dass er den getötet hat. Was total bescheuert ist. Man könnte doch da einfach mal eine Notlüge machen und dann sagen, ja, ich habe ihm eine Lektion erteilt. Ich habe ihn nicht getötet, nein, nein. Verschwinde da doch mit dich. Nein, das ist keine Leiche von dem. Nein, der lebt noch. Der ist quicklebendig an der Black Cat Bar. Verstehst du? Quicklebendig. Ja. Der kann den nochmal verprügeln. Ja. Kann ich ihm nochmal Lektionen erteilen, so richtig. Bam. Nee, sowas machen wir natürlich nicht. So, geschwind über die rote Ampel. Da sind unsere Bremsstreifen. Du hast nichts gesehen. Mein werter Kollege. Ich hoffe mal, das Brummen dieser Aufnahme ist da ein bisschen weg, weil ich hatte vor Aufnahmenbeginn hatte ich so ein merkwürdiges Brummen im Mikrofon. Ich hoffe, das hört man dann nur sehr wenig raus. Und ich weiß echt nicht, woran das liegen könnte. Lukas Bertone, Lukas Bertone. Ich habe was Schönes für dich. Da, 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 da. Boah, mit 45 hier hochkraxeln, das ist ja lahmarschig. Vor allen Dingen Höchstgeschwindigkeit 60 km/h. So schnell darf man auch nicht mal in den kleinen Innenstädten fahren. Wir den Weg da lang fahren können? Nein, das sieht eher schlecht aus. Da kommen wir zu einem Innenhof. Bäh. Obwohl, ich kenne doch einen Weg. Du siehst mich nicht, du siehst mich nicht. Pass auf, aus dem Weg! Du sollst aus dem Weg gehen, ich will hier lang. Pass auf! Ja, ja. Pass auf! Pass auf! Gleicher Typ, aber andere Stimme. Hui.
Ja, hier sind wir auch zufälligerweise lang gefahren. Ich weiß jetzt nicht, ob die Karre Dellen hat. So parkt man ein, Leute. Boah, kann man noch so lassen. So, ich habe ihn getötet. Nein, natürlich nicht. Hat er seine Lektion gelernt? Ohne neue Zähne wird er wohl nur Brei essen können. Da wird sich Carlo aber freuen. Also, wo ist das Auto? Es gehört einem Typen im Villenviertel von Oak Hill. Ein wahres Wunder der Technik. Spitzenmotor. Fährt sich echt gut. Vorderradantrieb. Wirst schon sehen. Das Ding da? So was fahren doch nur Filmstars. Genau. Sieh dir das Schloss an. Knackst du im Handumdrehen. Sei vorsichtig, aha, wenn du es dir holst. Der Typ hat ein paar Leibwächter. Interessant. Deine Karre darf ich nicht nehmen. Danke, Lukas. Jo. Stehle den Tor 810, der in Oak Hill parkt. Natürlich, da kriegen wir erstmal eine brandneue Karre von Ralphie und dann kriegen wir eine noch bessere Karre von Lucas Bertone, die wir dann nochmal klauen dürfen. Oh, wer weiß, wie lange dann die Aufnahme wird, wenn ich dann noch extra diese Karre klaue und dann noch die nächste Mission mache. In Oak Hill, okay. Oh Gott, nee, okay. Shit. Da müssen wir ja wirklich hoch, weil der Name ist Programm. Ups. Nein, nein, du hast nichts gesehen. Du hast absolut nichts gesehen. Lass mich in Ruhe. Ich habe keine Geschwindigkeitsüberschreitung gemacht. Ich fahre ganz normal, siehst du? So, wieder hier hoch. Die mussten ja schon mal lang. Ach, könnt ihr euch noch damals erinnern, als wir hier durchgefahren sind. Es ist nur ein paar Parts her, aber trotzdem fühlt es sich wie eine Ewigkeit an. Oh Gott. Nach Okel will kein Schwein fahren. Wisst ihr, wie lange wir da brauchen, bis wir da hochkraxeln müssen? Das hasse ich. Guckt euch mal den Schlingelweg an. Wie gesagt, das Ding heißt nicht für umsonst so. Wo müssen wir da lang? Da lang. Postkasten! Oh, ich schlepp's noch mit. Die haben hier noch alle diese US-amerikanisch typischen Briefkästen. Da lang müssen wir. Das habe ich nicht umgefahren. Ja, hier musste Frank doch pausen, dass er dann zum Flughafen gefahren wurde und dann, ja, haben wir ihn in Ruhe gelassen. Jetzt wird er sich erstmal auf den Weg nach Europa machen und wir, ja, wir bleiben weiterhin hier. Wir haben inzwischen die Bücher weggenommen, die Don Zaieri belasten. Aber wir ihn jetzt dadurch entlastet haben. Übrigens, da hinten ist ein Leuchtturm, da können wir auch irgendwann mal hinfahren. Wie gesagt, jetzt macht es hier sogar mal wenig Sinn, einen Geschwindigkeitsbegrenzer anzumachen, weil schneller wird man hier nicht. Und die Überholmanöver werden riskanter. Ist ein weiter Weg bis nach Oak Hill, aber wenn es dann bergab geht, das ist dann richtig geil. Schöne große Kurven übrigens, da könnten dann noch zukünftige LKWs durchfahren. Selbst an eine Leitplanke hat man gedacht, das ist auch nicht schlecht. Aber wie gesagt, das Hochkraxeln ist hier ein richtiges Problem. Aber wie will man denn sonst anders an solche komischen Orte hochkommen als durch Serpentinen? Das ist halt, ist ja die beste Möglichkeit, es sei denn, man macht so einen Lift für Autos, die dann da hochführen.
Und der Typ hat Leibwächter. Naja, das kann was werden. Hey, gleiche Karre. Erinnert mich fast bei GTA 4 an den Scooter Brother. Hey, Scooter Brother. Das war ja noch, als GTA 4 frisch erschienen ist. Ja, GTA 4, nicht GTA 5. Ja, da sind die Leibwächter. Schauen wir uns das mal an. Ein paar Leibwächter, da läuft noch einer rum. Knacken, oh, das dauert viel zu lange. Bläh. Und jetzt? Nein. Schnell ab mit der Karre. Du Bastard, Finger weg von dem Auto. Nein. Polizei. Boah, fuck. Das hasse ich immer. So. Gut, jetzt haben wir den zwar erledigt, aber dafür haben wir eine schicke neue Karre. Richtig edel. Und ich glaube, da können wir doch mal mit Vollgas da runterheizen. Egal, ob wir jetzt hier Strafzettel und sowas bekommen, wir geben mal richtig Vollgas. Oh. Wie gesagt, bergunter geht's dann richtig ab. Aber da müssen wir dann auch teilweise gut aufpassen. Denn ich hatte schon mal diese eine Modifikation, die große hier namens Modern Mod, drauf gehabt. Und da sind die Karren auch teilweise so richtig schnell geworden, dass sie die Kurve überhaupt nicht mehr bekommen haben. Wir können uns auch einfach so runterkraxeln hier mal über die Hügel. Obwohl das nicht gut fürs Auto ist. Boah, fuck. Hui. Ja, es tut dem Auto nicht so richtig gut, aber hey, das ist Mafia, das ist virtuell. Ich habe keine Ahnung für virtuelle Autos. Aus dem Weg. Ah, fuck. Boah, Alter. Der hat einen umgefahren. Der sollte bestraft werden. Oh, da steht ein Schild. Da liegt ein Schild. Oh. Jetzt können wir Vollgas geben. Yo, dritter Gang bei 75 km/h. So muss das sein. Schön die Aussicht hier einfach. Man sieht zwar nichts, aber die ist schön. Oh Gott, hier schaffen wir doch definitiv über 100. Los, das kriegen wir hin. Riskant. Mit über 100 an der Polizei vorbei. Das wäre ein bisschen in die Hose gegangen. Hui. So, anhalten. Gas geben, Gas geben, die wollen uns verhaften. Wenn die uns haben, ist die Mission verloren. Aha, die wollen mich verhaften, weil ich viel zu schnell unterwegs war. Bei GTA wird man überhaupt nicht dafür bestraft. Komm, ich fahre das Auto der Stars. Mich kriegt keiner. Und die sind ganz schön schnell unterwegs, muss ich sagen. Aber richtig schnell sind die unterwegs. Boah, fuck. Fuck. Alle wurden alarmiert. Scheiße.
Das klingt ein bisschen anders. Oh, ob wir das schaffen können, trotzdem noch vor Sairis Bar dann noch anhalten zu können. Jetzt muss ich hier lang, aber. Pass auf, aus dem Weg! Entschuldigung, Jungs, ich muss hier rein. So, jetzt schnell rein. Halt sie mal für mich auf. Dankeschön. Okay. Besuch bei reichen Leuten. Glücklicherweise kauften mir alle ab, dass Frank tot war und ich seine Leiche entsorgt hatte. Und Franks Beerdigung musste ohne Frank stattfinden. Die Mafia organisiert gerne würdige Beerdigungen für wichtige Leute, auf denen sie die untereinander ausstehenden Geschäfte vergessen. Oder die mit dem Toten. Die Verstorbenen werden in ein gutes Licht gerückt. Das ist ein Grundsatz für jeden Gangster. Wenigstens auf einer Beerdigung. So kam es, dass nicht nur Salieri und unsere Männer lange Reden über ihren besten Freund Frank hielten, sondern auch Morello und andere Gangster. Morello und Salieri weinten Schulter an Schulter. Es sah nicht so aus, als wären sie sich noch vor einem Tag fast an die Kehle gesprungen. Frank hätte sich im Grabe herumgedreht, wenn er tatsächlich tot gewesen wäre. Schätze, alles ging ziemlich gut aus. Ich musste mir nur etwas für Franks Familie ausdenken. Salieri wollte natürlich der armen Witwe seines besten Freundes bis an ihr Lebensende zur Seite stehen. Ich konnte ihm schließlich nicht sagen, dass sie sich zurzeit bequem in Europa erholten. Nee, das konntest du nicht machen. Tom, unsere Probleme sind anscheinend noch nicht vorbei. Der Staatsanwalt, der Frank beinahe umgedreht hätte, gräbt weiter Schmutz aus. Und man sagt, er hat sogar Zeugen. Scheinbar sind der Stadtrat, dessen Sohn ihr erschossen habt, ernsthaft auf Rache. Er ist mit dem Staatsanwalt auf Du und Du. Und wenn wir ihnen nicht auf den Zahn fühlen, werden sie uns Schwierigkeiten machen. Das klingt gar nicht gut. Was viel schlimmer ist, der Kerl traut niemandem. Er hat alle Beweise gegen uns in einem Safe in seiner Villa. Sam und Paulie kümmern sich, während wir hier reden, um die Zeugen. Und du musst diese Beweise beschaffen, Tom. Wie kommen wir da ran? Nun, da ist heute eine erstklassige Gelegenheit. Der Herr Staatsanwalt geht nämlich heute Abend ins Theater. Und sonst ist niemand zu Hause. Das heißt, niemand außer den Sicherheitsleuten. Natürlich. Aber das Arbeitszimmer ist leer. Die Villa ist im Millionärsviertel. Unser Staatsanwalt ist nämlich nicht gerade arm. Danke, Luigi. Es ist dir überlassen, wie du reinkommst. Aber rechne damit, dass um die Villa Wachleute patrouillieren. Sobald du drin bist, hast du es geschafft. Die Villa ist leer. Das Büro des Staatsanwalts ist im ersten Stock und in der Wand müsste ein Safe sein. Dafür nimmst du Salvatore mit. Das ist ein Mann, der praktisch jeden Safe in Amerika knacken kann. Sobald du alle Beweise hast, müsst ihr verschwinden, bevor der Staatsanwalt zurückkommt. Okay, Boss. Wo finde ich diesen Salvatore? Er wartet unten in Hoboken auf dich, an der Ecke beim Stadion. Du kannst ihn auf dem Weg zur Villa mitnehmen. Ich muss dir nicht sagen, wie wichtig dieser Job für uns ist, Tommy. Buona fortuna. Ich tue mein Bestes, Boss. Und Tommy, falls du auf den Staatsanwalt triffst, leg ihn nicht um. Auf keinen Fall. Das macht uns nur noch mehr Ärger. Verlassen Sie sich drauf, Boss. Hol das Salvatore an der Straßenecke beim Stadion ab und ist hier die Hand ausgerutscht. Und ich wollte mal gucken, ob wir hier dieses Mal... Hallo, Sam. Kann man nicht machen. Geh schon. Der Job geht schief. Welcher Job? Du hast doch gar keinen Job. Du weißt ja nicht, wie mir Frank fehlt, Tom. Obwohl er uns verraten hat. Ich habe gern mit ihm geredet. Ja, ja. Er... Wir vermissen ihn alle, auch wenn er jetzt erstmal nur Europa ist. Die Sache mit Frank hat Don Salieri richtig mitgenommen.
Er hat wohl ein schlechtes Gewissen, dabei hat er dazu keinen Anlass. Er musste es tun. Ein ehrenhafter Tod ist besser, als die Familie zu verlassen und sich zu verstecken. Ja, da hast du irgendwo recht. Naja. Hey, was ist das für ein Kerl? An drauf. Was soll's sein? Es gibt heute keine neue Karre. Hey, Tom. Ja, ja. Es gibt scheinbar heute keine neue Karre. Was macht der hier eigentlich? Ruhig. Sieht aus wie am frühen Morgen. Er hat offenbar Guten was Abend, zu sagen. Vincenzo. Guten Abend. Ach nee, es ist am Abend. Es sieht aber ein bisschen aus wie am frühen Morgen. Heute ist ein Einbruch geplant, also brauche ich was Unauffälliges für den Job. Tommy, ein Schläger scheint angemessen. Wenn du einem damit eine von hinten über die Birne ziehst, ist er erstmal außer Gefecht. Hm. Nimm doch zur Sicherheit noch diesen 1911er Colt mit. Ich drücke dir die Daumen, Tommy. Danke, Vincenzo. Jo, nehmen wir beides mal mit. Kann ja nicht schaden. Ach, welches Autochen nehmen wir denn dafür? Etwas, mit dem man gut abhauen kann. Ich würde mal sagen, den wir letztens geklaut haben, der ist doch ganz gut dafür geeignet. Der sieht doch richtig gut aus. Und ja, wir halten mal direkt davor an und das soll es erstmal gewesen sein von dieser Aufnahme von Mafia bis City of Lost Heaven. Auch wenn wir jetzt nur genau eine Mission gespielt haben in dieser einen Stunde und noch ein paar zerquetschte Minuten. Hoffe, das hat euch ein bisschen gefallen, auch wenn ich jetzt erstmal ein bisschen ruhiger war als sonst und nicht so viele Witze drauf hatte und hoffentlich stört euch dieses Brummen da im Mikrofon nicht. Auf jeden Fall machen wir dann an dieser Stelle dann weiter mit Mafia bis City of Lost Heaven. Bis dahin, Leute. Tschüssi.